Dann also nochmal eine weitere Runde Hammerwatch. Wir haben zuletzt hier mit Bo, unserem Ranger, durchgespielt. Das heißt, an der Liste rutscht dann natürlich unser Gladiator wieder nach oben, der noch nicht so weit im Spiel ist, aber trotzdem mit einem Einsatz natürlich schon mal die ersten zwei Kapitel geschafft hat. War natürlich dementsprechend auch schon recht gut hochgebufft. Ne? Ist auf jeden Fall mal eine interessante Geschichte hier mit diesen Freizack, den wir dort natürlich auf jeden Fall noch weiter ausbauen werden. Ich denke mir wirklich mal, dass das hier wirklich viel Sinn macht, da recht viel reinzustecken, bevor wir die anderen Skills uns ansehen. Was gibt's denn schönes? Breitschwert ist auf jeden Fall schon mal gut. Logan. Chakram. Ich meine, das Fischernetz ist gar nicht mal so schlecht. Ich brauche auch nicht besonders viel Mana. Ja, und daher schon okay. Könnte es sicherlich Besseres geben, aber ja. Das heißt, um da uns überhaupt was kaufen zu können, wir auf jeden Fall wieder unseren Vendors-Coin mitnehmen. Jetzt brauchen wir, denke ich, über 200, bis wir da das nächste ausbauen können. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da schon den letzten Stand hier von diesen. Okay. So. Ich glaube nicht, dass wir mit ihm schon unbedingt Goldschlüssel brauchen. Wir gehen halt in das dritte Kapitel. Naja. Machen wir es mal so. Da habe ich Level 7 mit einem Run erreicht. Dann kriege ich auch noch einiges an Skillpunkten. Und die haben wir natürlich schon jede Menge Geld reingesteckt gehabt. Okay, dann werden wir wahrscheinlich auch hier mal noch ein bisschen was upgraden. Genau. Okay, die rechargen schneller, aber mehr Stacks für diese Crits, also das ist auf jeden Fall sehr stark. Ich denke sogar besser, wie einfach nur den Standardangriff an sich stärker zu machen. Aber noch mehr Stacks davon zu haben, ist natürlich auch gut. Das Netz erhöhen, aber deswegen ist, denke ich, erstmal nicht das Wichtigste. Also wir müssen das nur noch mal kurz sehen. Wir hatten jetzt nichts bekommen, was unsere Geschwindigkeit erhöht. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir das wieder mitnehmen. Wir werden natürlich hier wieder schön hergehen. Und natürlich den Strong Arm. Wahrscheinlich nicht. Gibt's da ja so, ne, ist nicht so wichtig für uns. Aber ich denke mal, das hier werden wir uns wieder geben. Jetzt hat man natürlich noch theoretisch ein was übrig, aber. Minus Skill brauche ich nicht unbedingt haben. Naja. Nö, nö. So gefällt mir das, denke ich, erstmal. Und dann nehmen wir doch unser Preset 1 hier. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal los.
Das heißt, theoretisch diesmal dann natürlich als Zielsetzung den dritten Akt zu schaffen. Brauchen wir natürlich nicht so viel. Aber was soll's. Also für jetzt diese Gegenstände, die da natürlich Schaden machen. Unser Netz selber hat ja keinen tatsächlichen Schadenswert in dem Sinne. Okay. Schon mal was von diesem Ringset hier. Regeneration hilft auf jeden Fall. Chance nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ist jetzt für uns wahrscheinlich nicht das Allerwichtigste, weil mehr oder weniger unsere Crits garantieren können. Zumindest einen gewissen Grad hier. Wenn es trifft, scheint dieses Chakram gar nicht mal so schlecht zu sein. Gut, ist ja auch schon ein seltener Gegenstand noch. Na, Schlüssel. Da ist gleich noch einer. Schauen, wie es in der nächsten Ebene mit dem Shop aussieht, falls wir den da schon bekommen sollten. Das ist schon mal ein bisschen Geld. Ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, eine etwas andere Art zu spielen, eben mit diesem speziellen Primary-Angriff, den man dann halt canceln kann. Und, ja. Aber alles in allem, denke ich, wir haben uns da definitiv schon ein bisschen, selbst in unserem ersten Run, dann am Ende so ein bisschen dran gewöhnt gehabt. Und mit dem Priester habe ich ja auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich da anfreunden konnte. Okay, Shop ist hier. Wir sofort ansehen, was er jetzt hat. Ah nein, wir wollen eigentlich erstmal die Gegenstände aufsammeln, oder? Um dann bessere Wahl zu treffen zu können für irgendwelche Sets oder sowas. Aber man könnte sie sich schon mal anschauen und nicht kaufen. Es gibt irgendwas, wo man sagt, das will man sowieso haben. Restoration, okay. Wir sind praktisch unsterblich hier.
war das erste Mal im Set, aber magischer Schaden nochmal auf den Primary drauf. Das schadet auf jeden Fall nichts. Hey, kommt ihr denn her? Noch nicht zu viele Sachen hier gefunden. Boot of Speed. Wenn wir getroffen sind, gefällt mir nicht ganz so gut. Ich denke mal die drei Set-Sachen hier, oder? Stiletto, ja, ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, aber ich denke mal hier mehr Rüstung, die Geschwindigkeit und den zusätzlichen Schaden können wir immer gebrauchen. Schon mal einen Ticken schneller hier. Na dann mal los. Nur Diamant. Gehen wir lieber da lang. Ich habe wirklich einen Grund, warum wir das ja nicht gleich machen sollten. Wegen der Regeneration ist jetzt auch egal. Original sollte das Fangnetz ja die Gegner verlangsamen, aber jetzt ist es uns fast wichtiger, mit diesen Chakram hier Schaden zu machen. Wir finden noch mehr Schlüssel, okay. Er hat entweder viel zu viele Schlüssel oder wirklich zu wenig. Na. Na gut, aber doch soweit erstmal ganz einfach, ja. Okay, lass mal auffüllen hier. Das war mal schnell.
kleine Einbuchtung. Schon Portal, oder? Ja. Da drüben können wir schon mal einen Silberschlüssel einsetzen. Na gut. Ist doch schon mal fein. Also, Mana jetzt tendenziell eher nicht ganz so wichtig für uns, aber die HP sind da trotzdem ganz gut von dem Teil. Schon ganz gut mit diesen Angriffen. So, ich kann mir doch bestimmt hier rüber holen. Ne? Ist der Ausgang hier? Ja. Und von da aus geht sowieso wieder darüber. Na gut, dann ist auch egal. Dann können wir natürlich genauso gut auch da lang gehen. Wenn wir dieses Ding wegbringen. Aber immer noch Regeneration, also von daher. Na, mal schauen, was wir da hier finden. Das ist eigentlich ein schönes Set, dieses Shining Knight, oder wie das heißt, mit den garantierten Blocks dann. Und natürlich das 25%, 25 Schaden zu blocken, ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Okay. Wo kann er hier unten lang? Ebene 1 erstmal kein Problem. Brunnen haben wir nochmal da. Diesmal warten wir vielleicht ein bisschen. Nein. Dann erwischen wir dich schon. Hey, nicht ausweichen.
Mal schauen, ob wir überhaupt im ganzen Run einen einzigen Bronzeschlüssel brauchen werden. Das ist wahrscheinlich schon, aber. Spawner? Nein. Allerdings da drüben halt wieder diese Situation. Diesen großen Haufen. Das geht mir, wie die genau hießen, diese Aberrations-Dinger. Ja, aber auf jeden Fall schon mal den Schalter gefunden, ist da drüben. Dann würde ich sagen, lösen wir den auch erstmal aus. Okay. Ja, ich würde sagen, in so einer engen Hallway hier ist dieser Chakram-Wurfangriff schon gar nicht mal so schlecht. Ebenfalls sehr gut. Schon zwei von dem Set, oder? 5 Resistenz, das ist okay. Will jetzt nicht bahnbrechend, aber auf jeden Fall okay. Interessant, wenn man niemanden trifft, wird auch der Crit-Multiplier da nicht runtergenommen. Oh, ist auch schon fast weg. Fähigkeit auf Primary Attack ist natürlich auch grundlegend nicht so schlecht, denke ich mal, mit unserem gecancelten Zeug da. Okay, und wir kriegen einen Level 3 Shop, das ist natürlich auch schön. Ja, so langsam haben wir ja, denke ich, ein paar Sachen, wo wir hier schön was zusammen kaufen könnten uns. Okay.
gleich mal hier rein. Curious Box. Trotzdem ganz okay. Wenn wir auch von der anderen Seite aus hinkommen, dann macht man das vielleicht sogar lieber. Hui. Auch einen guten Winkel, um auf uns zu schießen. Mr. Shop. Was los hier? Hm. Ich denke, da unten ist eine Bronzetruhe. Wer hätte es gedacht? Oh, auch noch evaded. Das war jetzt ja kein Block. Sound, das war definitiv Evasion. Ich habe nur 6%, das hat jetzt zweimal geklappt. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo noch einen garantierten Evade haben. Gut, das ist sowieso was, was relativ random ist. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt zu sehr ein Problem haben mit irgendwelchen Silberschlüsseln oder so. Wie ich gesagt, das ist ja echt komplett random, was hier passiert. Da müssten wir jetzt schon... Ja, ich denke, das sind schon wahrscheinlich schon zu viele Versuche, um Silber zu kriegen. Ich glaube, Bronze. Wo wir ja so unendlich viele Schlüssel davon haben, aber na gut. Ja, Mail of Thorns ist, denke ich, immer so ein bisschen... Es ist besser, als es nicht zu haben, aber das ist wirklich so der große Bringer. Nein. Schlüssel, sage ich schon, Schalter. Da ist er doch. Übersehen hier. Gab's auch jetzt noch? Ja, irgendwas da oben gab's schon noch.
wenn ich das richtig gesehen habe. Gab es jetzt hier auch nochmal einen Aufzug? Dann könnten wir hier natürlich theoretisch schon sind, weil wir würden auf jeden Fall nach dem Boss hier senden. Weil ja, wir wollen die dritte Ebene sozusagen, den dritten Akt abschließen. Aber wir können natürlich jetzt nicht unbedingt garantieren, dass uns das jetzt hier sofort gelingt. Bei diesem Versuch. Von daher wäre es mir schon lieb, sozusagen auf Nummer sicher zu gehen. Und also, was ich damit meine, natürlich wäre es gut im dritten Akt, wenn wir denn so weit kommen, dort dann auch entsprechend nochmal gute Gegenstände mit kaufen zu können. Und dann auch eine Chance zu haben, dort den Boss zu besiegen. Bloß, falls wir dort halt schon vorher sterben sollten, dann hätte man natürlich auch praktisch nichts in die Stadt geliefert. Und somit würde der nächste Versuch ja sogar eher schwerer als leichter werden, weil wir dann halt keine gute Stadtausrüstung kaufen können. Ja, falsch. Erst zum Shop. Sturdy Belt. Lucky Horsehoe. Also das macht uns natürlich sehr schnell, da macht er doch das Set vollständig. Coded Arrow würde mir ja halt durchaus auch gefallen. Ich weiß nicht, ob mir das sogar wichtiger ist wie dieses Speedset, weil wir sind jetzt schon relativ schnell. Ja, aber. Andererseits wollen wir natürlich auch mal schnell an den Gegner ran, ein paar Stabby Steps machen und danach wieder raus. Ja, 7% Steuern, damit können wir ja mal leben. Na gut. So, erstmal schön aufleveln lassen hier. Ja, rein theoretisch, wenn man halt einmal rangekommen ist, kann man halt schon richtig schön viel Schaden anrichten. Dann kann man nochmal zwei Erz senden. Okay, jetzt dachte ich schon, dass wir hier abfliegen, aber wahrscheinlich bloß ein paar Frames verloren. Also nicht jetzt weniger 80 Gold, aber die Erz kann man ja einfach nochmal schicken. Oh, nun sollte es doch auch schon ein wenig spannender werden. Ist hier schon mal Bronzetruhe? Wir haben, hey, haben wir gerade da oben jetzt einen Goldschlüssel bekommen, okay. Da ist auf jeden Fall auch schon mal eine Statue. Ist auf jeden Fall auch schon mal, als wäre das die mit einem Angriff sterben. Also wie die Rotkäppchen. Statue Nummer 2. Und das Potential. Ja.
bisschen haarig hier. Ist links daneben. Ist irgendwo hier oben? Ah ne, das noch weiter drüben, wa? Statue ist direkt daneben. Und hier nur ein paar kleine normale Bogenschützen. Also weit. Ist doch diese erste Ebene schon mal ganz gut. Irgendwie einen kleinen Tropfen hier verschüttet. Kein Problem. So. Achso, genau, da gab es ja noch die eine Truhe hier. Die würden wir natürlich gerne noch mitnehmen. Das war es auch schon so ziemlich. Ah. Doch. Das ist, denke ich, unser zweites Fair, oder? Ja. Ah, ziemlich viel Regeneration, wenn wir dann die Combo haben, okay. Ja, die Silbertruhe kommen wir halt nicht ran. Was soll's? Ja, schon mal ein Geheimgang, ne? Ja. Shieldbreaker. Hm? Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob wir hier recht viel Geld aufbauen können und uns im Shop was Gutes leisten.
Statue 1 schon mal erledigt. Ja, vielleicht die zweite? Könnte, könnte nicht. Wir gehen erstmal hier rüber kurz. Weil hier wird dann schon so langsam mal das Gebiet zu Ende sein. Ja, das wäre es nicht. Wir kriegen, dass jetzt die Statue nicht getriggert wird, aber werden wir schon hinkriegen. Eigentlich einen recht guten Standpunkt. Okay, doch machen wir mal kurz weg hier. Es ist halt schon irgendwie da schön, dass man schnell eben mal kurz so eine explosive hohe Schadensmenge rausschmeißen kann. Okay, Statue Nummer 2 mit zugegeben vielen Gegnern drumherum, aber jetzt ist das halt. Gut. Wo ist die dritte Statue jetzt allerdings? Hier ist schon wieder so ein Ding. Vielleicht eher hier. Mal kleiner Durchhauer hier. Ich habe so ein klein wenig das Gefühl, dass wir wahrscheinlich diesmal von den Geistern überrascht werden. Wir wissen einfach nicht, wo jetzt die Statue ist. Ah, hier unten. Okay, gerade noch so. Na gut, damit können wir doch leben. Schade, auch eine Goldtruhe. Aber. So genau, Shop war ja jetzt auch schon wieder hier. Na, mal sehen, was wir uns da leisten können für unser Gold hier. Bisschen mehr kriegen wir ja wahrscheinlich noch. Eine Silbertruhe, ja. Damit. Na, wir müssen ja nicht da lang. Genau, von oben kommen. Ist zugegebenermaßen ein wenig interessant für uns. Positioniert. Ich weiß gar nicht, ob wir das ohne das Chakram jetzt geschafft hätten, den zu besiegen. Ich meine, ist jetzt die Frage, muss ja eigentlich auch nicht unbedingt sein, aber.
Schöner, wenn man es natürlich machen kann. So, Silbertruhe. Ja, Erz. Ich dachte nicht, was denn, wenn er noch ein bisschen eher kriegt. Zumal sehr viel weiter werden wir, ich sag mal so, vorher nicht kommen. Also wenn wir den dritten Akt schaffen, dann sind wir schon sehr gut hier mit unserem zweiten Run gerade erstmal. Aber gut. Aha. Aha. Blut wird wahrscheinlich bei den Bossen nicht funktionieren, aber Sphere of Warriors macht da halt auch überhaupt keinen Sinn. Ganz ehrlich, dann sparen wir uns doch einfach das Geld. Dann nehmen wir ein bisschen Resistenz, weil wir greifen sehr an. Mehr Lebensenergie und so weiter. Eine Attack Power ist auf jeden Fall gut. Noch mehr Schaden und die Resistenz. Dann kauft man nicht die teureren, weil ich denke mal, die würden eher in Nicht-Boss-Kämpfen helfen. Und ja. Also da, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass wir theoretisch vielleicht auch den vierten Akt schaffen werden, vielleicht. Also wäre sicherlich besser, als dann diese 5 Resistenz da zu kaufen, aber so sparen wir noch ein bisschen Geld hier. Und gehen einfach mal davon aus, dass das hier der letzte Akt sein wird, den wir entweder positiv oder negativ abschließen, aber. Und klar, dann noch ein bisschen in den vierten reinhängen und ein bisschen Erfahrung zu machen und so weiter und so fort, ist natürlich alles schön, aber. Ah, der Trademaster. Der hat man auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Beziehungsweise das eine Mal, wo ich ihn letztens hatte, habe ich ihn natürlich dann einfach vergessen. Weil wir wollen das natürlich immer erst am Ende machen, wenn wir auch wissen, was wir für Gegenstände haben. Die wir hergeben können. Jetzt dieses Buch, was einfach nur mehr Erfahrungspunkte gibt, das wäre zum Beispiel natürlich so ein klassischer Kandidat zum Eintauschen. Das Chakram hat uns tatsächlich mehr geholfen, als ich mir anfangs gedacht hätte. Okay, ich denke mal, mit Silberschlüsseln sollten wir erstmal kein Problem mehr kriegen. Also nicht, dass wir bis jetzt eins gehabt hätten, aber wenn wir halt nicht so extrem dick besetzt. Ne. Allerdings noch nicht eine. Okay, wollte gerade sagen, das ist schon mal die erste. Noch mehr Schlüssel. Nummer 2. Das ist ja wohl Nummer 3 ist. Hm.
natürlich ganz im Osten sein oder so. Oder vielleicht hier in der Nähe. Silbertruhe, das ist gut. Aber erstmal kümmern wir uns um die Geisterfreunde hier. Noch Silberschlüssel. Und ja, höchstwahrscheinlich wird der letzte Spawner hier wahrscheinlich auch in der allerletzten Ecke sein, wo wir suchen. Ah, da drüben oben haben wir es gerade gesehen. Okay. Und es wurde natürlich doch ein Silberschlüssel gedroppt. Ja, wir will natürlich nicht unbedingt jetzt so einen großen Geistermob spawnen, wenn ja, man dann die auch noch angenuckelt hat. Ja, was soll's. War ja klar. Das ist, ja, noch die 3 Sekunden gewartet. Aber es sieht so aus, als würden wir das locker hinkriegen. Gut. So, nochmal daran denken, dass oben der Trading Dude ist. Jetzt noch ein bisschen Geld. Okay, her damit. Gegner. So, gibt es jetzt noch etwas anderes außer diesen? Nicht so wirklich. Dies ist die größere, ne? Oder die kleinere. Ich weiß nicht, gab es noch auch noch eine größere? Es gibt ja insgesamt 10 von diesen Dingern. Ist für die normale Umgebung wieder grundlegend ganz gut, aber für den Bosskampf natürlich nicht wirklich hilfreich, aber gut, ist also auch egal. Das heißt, wir sollten jetzt theoretisch schon schauen, ne, was jetzt hier für den Boss Sinn macht. So, wir wissen ja, dass gewisse Dinge wie sowas funktioniert natürlich bei dem Boss nicht, aber wir können natürlich jetzt sagen, okay,
Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass jetzt das letzte Teil des Spiels, das wir jetzt vielleicht noch schaffen, dann kann zum Beispiel der Vendor's Coin natürlich weg. Das, was ja so schön an unser Set und so weiter rangeht, das geben wir jetzt natürlich nicht so gern her. Das ist halt auch wirklich sehr gut für uns. Cape of Withdrawal ist nicht extrem stark. Dann könnte man natürlich auch sowas hier sagen. Ne? Aber dann machen wir es lieber so rum. Das ist auf jeden Fall nützlicher. Wir wollen nicht unbedingt viel HP verlieren, aber wenn es so ist, machen wir halt da wenigstens ein bisschen zusätzlichen Schaden. Das mit dem Mana verlieren ist natürlich theoretisch die bessere Variante, aber ja, soll's. Na gut. Trinken wir nochmal einen Schluck und dann geht's los. Na gut. War ich ein bisschen zu nah dran gewesen. Das macht halt auch schon schön viel Schaden. Schon ein bisschen kritischer hier. Man müsste doch jetzt sterben, oder? Ja. Erfolg. Das geht bestimmt, bis man auch Gegner damit trifft. Auf jeden Fall erstmal erfolgreich gewesen für heute und ja, mal sehen, ob jetzt natürlich hier noch ein bisschen weitergeht. Haben wir natürlich auch nichts dagegen. Ich fände es jetzt schon überraschend, wenn wir jetzt, sagen wir mal, hier jetzt wirklich gleich noch erfolgreich sein sollten. Aber so wenig Schaden machen wir ja gar nicht, wenn wir einige gute, ganz grundlegende Schadensbuffs wie diese ganzen Broschüren dort gefunden. Büchlein Nummer 1. Ja. Okay, schon mal der Spawnpunkt. Okay, doch mal lieber hier Trank einwerfen. Ja, ich weiß jetzt halt noch nicht ganz genau, wie wir jetzt, beziehungsweise demnächst mit Hammerwatch dann weitermachen. Ich denke mal, ich hatte mir jetzt soweit überlegt, ich war auch so ein bisschen auf der Suche auf so ein, vielleicht mal ein weiteres, anderes Roguelite, was man vielleicht mal mit spielen oder anfangen könnte. Und im Prinzip gibt es auch ein, zwei Sachen, die ich mehr oder weniger dort schon im Auge habe. Die sind allerdings in dem Sinne halt noch Early Access Releases und bevor ich da jetzt eine echte Serie oder sowas dazu mache, will ich dann eigentlich schon, dass das dann irgendwie mal ein releasedes Spiel ist, dass da irgendwo mal noch ein kleiner Patch oder sowas kommt oder dann irgendwann mal ein zusätzliches
DLC oder irgendwas, das kann ja sein, aber ich will da jetzt erstmal nicht mit so einem halben Spiel sozusagen anfangen. Dass man sich sowas vielleicht mal wieder in einem Art Test oder sowas, wenn man jetzt mal wieder so einen großen Stream dann demnächst, also jetzt nicht sofort demnächst, aber der nächste, der da ansteht, dann könnte man da natürlich dort schon mal reinschauen und das schon mal anspielen. Nee, gleich zwei Bücher. Und dann könnte es das natürlich in dem Sinne vielleicht auch erstmal in Anführungszeichen ersetzen, wobei ich mir halt nicht sicher bin, wenn es irgendwann nochmal Lust dazu habe, könnte man hier halt immer das nochmal rausholen und sagen, ach komm, wir machen nochmal 5 Runs mehr oder sowas. Das ist natürlich grundlegend erstmal immer möglich. Und daher gibt es jetzt da keinen großen zeitlichen Druck oder irgend sowas. Aber ja, wollte ja bloß mal so ein bisschen mal erklären, wie es da damit aussieht. Aber ja, wird auf jeden Fall halt ein Spiel sein, dass wir jetzt nicht unbedingt jetzt an 3 Tagen der Woche oder so spielen werden, sondern das werden dann halt wahrscheinlich auch nicht diese Hauptstream-Tage unbedingt sein. Da wird man mal zwischendrin nur so mal was spielen. Heute hatte ich halt, also zum einen nochmal Lust dazu, zum anderen wollte ich, ja, weil ich mich dann relativ kurzfristig hätte entscheiden müssen, was wir dann sonst spielen. Das auch erstmal so ein bisschen, ja, eben in dem Sinne was Simples machen, wo ich einfach reinspringe und es geht los. Und da bietet sich sowas wie Hammerwatch natürlich schon an. Das heißt, also, wie die jetzt die anderen Serien nicht gesehen haben, wir haben dann gestern eben Dark Souls abgeschlossen. Ging auch alles im Allen relativ gut und simpel durch. Also, sehe ich nicht perfekt, aber wie schon gesagt, weil erst mein zweites Mal das Spiel überhaupt gespielt habe. Von daher war ich da doch recht zufrieden damit. Ich hätte jetzt so ein bisschen am Hin und Her überlegen, euch doch noch was anderes wieder starte oder so, weil wir jetzt ein Spiel fertig haben, aber ich denke, wir werden da erstmal bei denen bleiben, was wir so haben. Beziehungsweise, also das wollte ich dann halt einfach auch nicht zu kurzfristig dann einfach vor heute entscheiden und dann, ja, fängt man halt irgendwas an, wo man dann sagt, hätte man lieber erstmal was anderes weitergemacht, also von daher. Das ist erstmal so ein bisschen die Überlegung hier. Dich hatten wir schon irgendwo gesehen, aber du bist so weit weg. Für ihn ist es natürlich auch kein Problem. Moment. Das war schon. Ja. Achso, wir müssen noch schnell zu dem Brunnen. Vielleicht nochmal hier diesen hier machen. Ja, wenn wir vielleicht noch ein Level Up oder so mit dem Kerl hier erreichen, natürlich auch gut. Das ist wieder der Spawnpunkt. Ich habe auch seit langem mal nicht mehr das Flamewalker Cape dabei. Also gegen diese Feuerelementare hier keinen Schaden macht. Teleport. Den werden wir uns, wenn wir denn noch dazu kommen, natürlich erst später ansehen. Nicht, dass wir uns da irgendwo rein teleportieren, wo dann jede Menge Gegner sind. Thank you.
Elfenbogen. Kein Erz. Ich meine, ein paar werden wir vielleicht noch finden. Also auf, ich sag mal, 5 könnte vielleicht noch klappen. Und dann kann man zumindest irgendwas machen. Auch gleich gesehen. Schon erstmal Geld zu sein, ja. Und der Secret Passage ist ein weiterer Knopf. Recht ungemütlich da unten aus. Wenn wir unbedingt wollten, können wir einfach rennen. Ich habe mal so das Gefühl, dass wir es dann sowieso nicht schaffen würden. Ja, wir sind uns auf jeden Fall da unten mit denen anlegen. Zählt ja alles nichts. Schon mal. Dann mit diesen Fangnetzen. Das werden auch schon einen gewissen Wirkungsgrad dann hier erzielen. Das ist jetzt ja irgendwo von da oben kommen. Ja. Das geht ja ohne Probleme. Ja, jetzt wenn man den zusätzlichen Ohrgain noch hätte. Obwohl, mit so einem Teleporter und sowas, da kann auch noch mal was dahinter liegen.
Ah. Haben wir auch schon mal genügend Bücher gefunden. Ja, dass man alle vier findet, ist sowieso relativ selten eigentlich. Genauso gut auch in den Teleporter hier jumpen. Da oben! 40 Attack Power! Also da kann man sich jetzt mal nicht darüber beschweren hier. Plus 78 durch die Gegenstände. Wood. Dann muss es doch noch rausgehen, oder? Nein, hier. Ja. Okay. Weiß nicht, ob wir genau das überhaupt schon mal jemals hatten, aber ging sicher aus. Und Ziel, was war das für eine? Das war nämlich diese Skill-Crit-Chance. Ne? Ja. Ist jetzt für uns vielleicht nicht allzu wichtig, aber ja. Achso, nicht zu vergessen, wir wollen ja noch ans Amboss. Auf 10 sind wir nicht mehr gekommen, aber immerhin überhaupt auf 5 gekommen zu sein, ist natürlich schon schön. Book of Enlightenment, das ist doch was Schönes. Coated Arrow, den hatten wir uns ja schon überlegt, der könnte durchaus mal Sinn machen. Enchanted Drake, ich denke, das macht einfach zu wenig Schaden. Ja, Gladiator's Net ist sicherlich auch nicht ganz schlecht. Ja, komm, ich nehme mir einfach den Coated Arrow mit. Ach ja, ich dachte, da ist nur so ein Mana-Gem hier, aber nein, noch ein bisschen Geld. Naja. Mal sehen, wie es uns jetzt hier ergeht. Schmeide Melle Teleporter, da drüben ist auch schon ein Switch. Schon gedrückt. Ja. Und der kommt doch eh durch die Wand, oder? Ja. Gut.
Ist ein bisschen trickreich hier. Ja, tatsächlich mal alle Bücher gefunden. Ist natürlich nicht notwendig. Drei schließen ja dann das vierte logischerweise sozusagen aus, oder dann ist ja logisch, was das vierte noch sein muss, aber naja. Ah, hier ist der Spawnpunkt. Natürlich ein bisschen trickreich mit den ganzen Gegnern draußen herum. Sollten wir ihn vielleicht erstmal dort spawnen lassen, bevor wir dann mitten dort drin sind und die ganzen Gegner zusätzlich noch haben. Und spannend natürlich auch, was es jetzt hier im Shop geben wird. Wir könnten jetzt einfach durchrennen und sagen, wir schicken das Geld. Wir gehen davon aus, dass wir den Bosskampf nicht schaffen. Ich meine, ein paar HP und so weiter haben wir nicht extrem viel, wir haben auch nicht echt sehr viel Rüstung. Mit noch mal einem weiteren Run später würde ich dem das ja durchaus schon zutrauen, aber jetzt ist es mir wahrscheinlich, ich denke mal, fast noch ein bisschen zeitiger, aber das so hinkriegen. Moment, war jetzt hier hinten noch irgendwas? Nein, ich hatte nur überlegt wegen dem Ausgang, ja. Level 10 erreicht. Ui, ui, ui. Aber erstmal in Ordnung hier. Das kriegen wir auch noch schnell. Ja. Kein Problem für uns. Okay. Hat uns mal kurz verwirrt, aber keinen echten Schaden angerichtet. Alter.
Ah, senden. Soll sich das halt jetzt wirklich überlegen, ob es Sinn macht, hier nochmal Geld auszugeben. Ich meine, Seal of Rage. Wäre das Einzige, was ja wirklich Sinn macht. Jetzt in Bezug auf den Boss natürlich mal gedacht. Und ob sich das jetzt lohnt, da so viel Geld dafür auszugeben. Hier war noch der Knopf. Ne? Genau. Andererseits scheint so einiges an Bonusgeld hier noch zu geben, was wir hier finden können. Zusätzliche Attack Power. Ich weiß halt nicht, ob sich das für uns jetzt wirklich rechnet, weil Attack Power war ja wirklich das hier. Wir werden ja hauptsächlich reinrennen und unsere Cancels da machen. Ja, von daher denke ich mal, lohnt sich das für uns dann eher nicht. Also wenn es das wäre, hier mit weniger Mana mehr Schaden machen, das hätte ich sicherlich mitgenommen. Na gut, dann mal abliefern hier. Ah, das ist doch nochmal schön. Na, 20.000 hier auf der Bank liegen. Teleporter. Hoffen wir, dass wir uns ja nicht vertun. Okay. Mehr auf verwirrt zu sein. Also wir stehen noch drauf. Das war nicht der perfekte Moment, das zu bekommen, aber... Ist das wirklich immer dasselbe Muster? Haben wir noch mal ein bisschen Glück gehabt, wenn das, ich sag mal so, wieder der Vampir gewesen wäre, wäre es dann natürlich zu Ende gewesen. Naja, naja. Wir haben Gold. Nichts, was uns für den Bosskampf so wirklich hilft. Ja, wäre natürlich auch sinnvoll gewesen, weil das ein bisschen zeitiger bekommt, aber naja. So ist es halt. So, alles aufgestuft hier. Auch noch einen Schluck. So, wofür fangen wir an? Blut.
Den haben wir natürlich voll geschluckt. Ich denke, wir müssen leider unseren letzten Trank schon einsetzen. Das ist halt einer der Nachteile, dass wir da noch nicht so viele Charges hatten. Das hätte uns sicherlich noch ein bisschen geholfen. So, okay, das ist eigentlich das Einfachste. Also hätten sie es schon noch dunkler machen müssen. Und Gift. Das mag ich natürlich gar nicht so gern. Relativ schnell vergiftet werden. Ja, glücklicherweise haben wir jetzt relativ viele Regenerationssachen bekommen, aber ich sag mal, sieht nicht so gut aus. Oh, was gibt's eigentlich bloß für Glück? Lucky Hat, okay. Wir haben es geschafft. Ja, hätte ich jetzt echt nicht damit gerechnet. Also, natürlich, der Charakter hat schon mehr Startboni als alle anderen gehabt. Das ist schon logisch. Sonst hätte man es natürlich nicht hinbekommen, aber... Kein Problem, also zwei Akte hier natürlich nochmal geschafft, also das war natürlich schon überragend für heute. Das muss man hier schon mal sagen. Äußerst gut gelaufen. Und ja, bin ich auch auf jeden Fall heute mal zufrieden hier mit diesem Spiel. Und ja, haben wir erstmal diesen Run auch beendet. Das heißt, wenn wir dann den nächsten Run machen würden, müsste ich jetzt nochmal in die Liste sehen. Wird es wieder ein anderer Charakter sein. Ich weiß auch nicht ganz genau, wann wir da weitermachen. Aber ja, solange jetzt, wie schon gesagt, dort meine anderen Spiele, die ich so ein bisschen als Idee hatte, noch nicht, sagen wir mal, spruchreif sind, werden wir jetzt sicherlich hin und wieder nochmal eine Runde Hammerwatch einwerfen. Und ja, das ist auf jeden Fall immer mal eine ganz schöne Sache. Genau. Und ja, wie schon gesagt, wir werden halt mal sehen, wie es dann morgen weitergeht. Ich muss da nochmal ein bisschen schauen, damit ich mich da nicht zu kurzfristig dann zu irgendwas hinreißen lasse. Aber manchmal ist es halt auch einfach so, dann kommt es einem halt so in den Sinn, na, das könnte man doch jetzt mal machen, dieses Projekt. Und naja, wie das halt manchmal so ist. Aber nun gut, dann würde ich sagen, erstmal soweit. Bis dahin.